Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Herzlich willkommen zur Woche 41 in unserem Kurs. Japanisch für Cineasten. Thema der Woche: Ein Besuch im Kino. Viel Erfolg! Welchen Film können Sie mir empfehlen? Dono ega o watashi misusumete moraimasu ka? Darf es denn auch ein etwas kleinerer Film sein? Tanpen ega demo ideesu ka? Eigentlich will ich nur Popcorn in mich reinstopfen und mir den Hintern platt sitzen. Shitsu wa popcorn utabete oshiri otaira ni suwaritai. Dann empfehle ich Ihnen, die Shots beim Telestammtisch anzuhören. Sore kara watashi wa hokatsu tekina joho no tame ni telestammtisch no shots o osusume shimasu. Herzlich willkommen zu einer neuen Filmbesprechung. Wir haben uns für euch angeschaut A Dark Song und wir sind einmal der Nick, das bin ich, und der Esel nennt sich immer zuerst, deswegen übernehme ich den Part gerne und bei mir dabei ist... Ja, ich bin der Nico. Hi. Hi. Ja, so, guter Start. Wir haben uns angeguckt A Dark Song. Das ist ein Independent-Horrorfilm. Der ist schon ein bisschen älter. Also der ist 2016 erschienen auf Festivals. Und ja, warum der jetzt hier auch noch besprochen wird, ist, er kriegt einen, sei ja relativ spitzen, speziellen Kinostart. Soll heißen, er wird in ausgewählten Kinos ab dem 7.10. ausgestrahlt. Das könnt ihr euch zum Beispiel in Bamberg, Berlin, Frankfurt, Kassel, Nürnberg, Pforzheim und Stuttgart anschauen. Wenn ihr also in der Ecke seid und durch unsere Review hier vielleicht auf den Geschmack kommt, da habt ihr auf jeden Fall die Gelegenheit. So, was ist A Dark Song? Wie gesagt, ein Horrorfilm, ist von Liam Gavin, der ist noch, glaube ich, relativ unbekannt, würde ich sagen, in der Filmszene, ist sein Spielfilmdebüt, vorher hat er hauptsächlich Kurzfilme gemacht. Und es geht hauptsächlich um Sophia, gespielt von Catherine Walker, und Joseph Solomon, gespielt von Steve Oram. Und der Charakter von Steve Oram ist ein Okkultist und Sophia Howard ist eine alleinstehende Frau, die traumatische Erlebnisse hinter sich hat und zusammen mit dem Okkultisten ein sehr aufwendiges Ritual vollziehen möchte. Und das ist so vielleicht erstmal die Prämisse, mit der wir es hier zu tun haben. Und ja, Nico, was sagst du? Ja, ich fand den Film so für den Anfang ganz gut. Also vielleicht fange ich einfach mal damit an, was mir sehr gut gefallen hat. Und das war der, ja, nicht der Soundtrack, sondern der Score. Also die Geräuschkulisse, die da immer wieder herrschte mit irgendwelche, du hattest das vorhin als so Blasebalg-Sounds beschrieben. Das fand ich auch. Das war wie, am Anfang dachte ich, das ist so ein bisschen Midsommar-mäßig. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hat die Atmosphäre oder hat der Atmosphäre auf jeden Fall einen gruseligen Touch verliehen. Wenn man dann aber so im Film weitergeht, am Anfang dachte ich auch, also der Okkultist, der kam so skurril rüber. Also ich meine, vielleicht muss er das auch, aber der kam so skurril rüber. Ich dachte, der verarscht die wirklich, der benutzt die jetzt für irgendwas. Und letztendlich zeigt es sich ja auch, dass es vielleicht doch anders ist. Aber ich habe da nicht so ganz reingefunden und fand auch, dass dieses Ritual so ein bisschen nicht ganz beschrieben wurde, hat mich so ein bisschen da rausgezogen. Also ich war nicht so ganz drin und habe auch überhaupt nicht verstanden, warum jetzt das und das und das. Das wurde auch nicht erzählt. Vielleicht muss es das auch nicht. Aber das hat mir so ein bisschen gefehlt, damit in diesen Prozess mehr eingebunden zu werden und zu wissen, okay, was bezweckt er jetzt vielleicht auch damit? Ja, also ich bin jetzt im Bereich Okkultismus auch nicht so tief unterwegs. Der Film macht am Anfang das Türchen da ein bisschen auf. Es werden einige Begriffe genannt, die man vielleicht in dem Kontext dann auch verorten kann. Geht aber jetzt, wie du schon sagtest, jetzt inhaltlich nicht so tief da rein. Es gibt immer wieder zwischendurch so Hinweise durch den Okkultisten und so Pseudo-Erklärungen. Ich
bin bei sowas vielleicht auch ein bisschen empfindlich, aber gerade so Esoterik und Okkultismus, wenn Leute das zu ernst nehmen, denke ich mir manchmal, ach du Schande, und vergrab gerne mal mein Gesicht in den Händen. Aber das macht der Film gar nicht so exzessiv. Die Stimmung wird auch, finde ich, sehr, sehr gut aufgebaut, weil man am Anfang halt zwei Figuren schon hat, bei der man zumindest bei ihr, also bei Sophia, die Motivation dann sehr schnell nachvollziehen kann. Ne, auch wenn jetzt vielleicht ein Okkultist nicht die erste Wahl wäre, die ich persönlich treffen würde, um schwierige Erfahrungen, traumatische Erfahrungen zu verarbeiten. Auf der anderen Seite hast du mit Solomon jemanden, den man ja schon fast eher so als Antipathie-Part verstehen kann. Der ist absolut nicht sympathisch. Ne? Das, was er mit der Frau da anstellt und finde ich, wird aber sehr, sehr stark gespielt dabei, weil er eben nicht einfach nur jemand ist, den man durchgehend vielleicht hassen darf, soll, sondern der ja durchaus auch zwiespältig agiert und offenbar sehr von dem überzeugt ist, was er tut. Vielleicht so ein bisschen zum Pacing und auch zu, um vielleicht zu erklären, was ich gut fand, aber was mich gestört hat. Der Film ist durch, finde ich, eine sehr, sehr schöne Kameraarbeit auch gut aufgemacht. Also das spielt alles in Wales, beziehungsweise in dem Umfeld von Wales. Es ist alles sehr ländlich. Man hat eigentlich als Schauplatz nur das Haus, das Sophia am Anfang des Films kauft, um da dieses Ritual vollziehen zu können. Es ist alles sehr isoliert, es ist alles sehr grau und diese Landschaftsaufnahmen, die ja irgendwo sehr schön sind, aber gleichzeitig auch sehr trist und sehr bedrückend, weil es eben so grau und karg ist. Und in dem hat er, also mit diesem ganzen Setup hat er, finde ich, eigentlich, oder diesem Setting, eigentlich eine unheimlich schöne Prämisse für so einen Film. Und er fängt ja eben auch stark an, vor allem, weil man so das Gefühl hat, hey, da baut sich richtig was auf und was wird wohl aus diesem Experiment entstehen. Aber letztendlich, ja, führt das für mich dann zu nichts. Also auch gerade im zweiten, also sag ich mal so ab der Hälfte, verläuft sich das. Das fand ich, also man wollte auf jeden Fall wissen, okay, was kommt am Ende raus? Ne? Also das hat einen auch so ein bisschen durch den Film, ja, nicht getragen, aber immer mal wieder so einen Stoß gegeben, okay, jetzt kommt vielleicht nochmal was und jetzt muss ich aber auch durchschauen. Was du sagst, dass es am Ende nicht dafür reicht, also mich hat es auch nicht befriedigt. Ich fand's zwar ja nicht ganz überraschend, das Ende, aber ich hab auch mit was Pompöserem gerechnet. Also das war dann doch ziemlich schnell abgehandelt und auch gar nicht mal so der Rede wert. Ja, der Film wird, das muss man fairerweise auch abseits von unserer Meinung sagen, insgesamt sehr stark gelobt. Also dadurch, dass er jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, gibt es sehr, sehr viele Meinungen dazu. Und wenn ihr mal so auf Rotten Tomatoes oder auch anderen Portalen mal schaut, da gibt es sehr, sehr viele, die den sehr gut bewerten. Es gibt auch viele kritische Meinungen, aber bei den Kritikern, also bei jetzt nicht nur beim Publikum, sondern bei den Kritikern, kam er wohl insgesamt sehr gut weg. Eben weil er sehr langsam wohl ist und natürlich einen ziemlichen Gegensatz darstellt zu dem klassischen Jumpscare-Kino-Horrorfilm oder generell Horrorfilm, von denen es ja auch sehr, sehr viele gibt. Und wer das vielleicht auch so in die Richtung mag, also er sagt, ich brauche ein hohes Tempo, ich möchte eigentlich schon in den ersten Szenen den ersten Tod am besten haben oder das erste Blätterfest, was auch immer, und so soll es dann bitte weitergehen, der ist hier sicherlich ganz, ganz falsch aufgehoben. Also es ist schon eher Richtung Psycho Spielchen und da hat er auch seine Stärken, aber er kann sie halt, finde ich, über die 100 Minuten leider nicht ausspielen. Und ausgerechnet im Finale habe ich das Gefühl, okay, hier ist es wirklich ein Independent-Film, was die Effekte und das wahrscheinliche Budget dafür angeht, was bis dahin überhaupt nicht auffällt. Das stimmt, ja, also, das am Ende war dann doch mehr gewollt als gekonnt, muss man so sagen, ne? Aber das wollte ich auch nochmal auffassen. Also man merkt auf jeden Fall diese, was du ja, um nochmal ganz weit nach hinten zu springen, diese Antipathie oder auch diese Beziehung zwischen den Leuten, wo du meintest, das wird auch sehr gut gespielt, auch von dem Steve Oram. Dem misstraut man einfach super gerne, ne? Und das macht die Rolle auch auf jeden Fall aus. Das so eigentlich als Abschlusswort von mir. Ja, und damit genau komme ich auch zu meinem Fazit. Stark gespielter Streifen, super guter Anfang. Eigentlich, also im Grunde auch ein vielversprechendes Ding. Nur leider ab der Hälfte, und das ist bei 100 Minuten ja eigentlich gar nicht so viel, baut er dann doch ab. Und im Endeffekt muss ich sagen, nicht der durchschlagende Erfolg, den ich mir nach den Kritiken eigentlich so ein bisschen still und heimlich erhofft habe.
Und ja, was vergeben wir an Sternen? Ich würde so sagen, ja, 2,5 von 5. Schließe ich mich an, auf jeden Fall, hätte ich auch gesagt. Ja, gut. Dann, ja, danke auch für deine Meinung, für eure Zeit. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Jawohl, danke dir, macht's gut. Ciao. Hallo und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch bei einer nagelneuen Kritik. Heute geht es um ein italienisches Drama mit dem Namen Auf alles, was uns glücklich macht. Das ist natürlich nur der deutsche Titel. Ich am Mikrofon, der Peter, und bei mir ist der Paul. Hallo. Der Paul wird euch jetzt mal kurz ein paar Infos zum Film geben und danach noch den Inhalt dazu. Und dann gehen wir in die Kritik und schauen mal, was dabei rausgekommen ist. Genau, auf alles, was uns glücklich macht, heißt im Original Gli anni più belli, was eigentlich übersetzt so viel bedeutet wie die schönsten Jahre. Ja, welcher Titel nur passender ist, ist mir eigentlich egal. In Deutschland würden immer die Sperrigen genommen. Ja, der Film ist von Gabriel Muccino, den man vielleicht unter anderem aus Filmen wie, also von Filmen als Regisseur auch von Sieben Leben und so weiter kennt. Der Film geht 2 Stunden und 15 Minuten und ist ja am ehesten eine Tragikomödie, ein Drama oder ja, eben eine Komödie. Es geht um die Geschichte von einer Gruppe Freunde, die oder deren Geschichte wird von den 1980ern bis ins Heute erzählt und die ganzen Irrungen und Wirrungen, die es dort gibt, Liebe und Bestrebungen, Erfolg, Misserfolg, das alles wird da erzählt und es zieht sich durch und mehr muss ich eigentlich zur Handlung des Films auch gar nicht sagen. Solche Geschichten kennt man und so vieles anders macht diese Geschichte ja auch nicht. Ja, also es geht quasi um mehrere Freunde, die sich in den 80ern, so wie ich es verstanden habe, kennenlernen, ja. Ja, so ungefähr, genau. Und dann wird einfach deren Freundschaft weitererzählt, kann man sagen. Richtig, deren Lebenswege, die sie zusammen und dann auch nach einer Zeit getrennt und dann wieder zusammenfinden. Also so die klassische Story, wir verlieren es aus den Augen und nach ein paar Jahren machen wir mal wieder was zusammen. Ach so. So in etwa geht das, genau. Okay, wie kann ich mir denn das Italien in den 80ern vorstellen? Also ich habe ja einen Eindruck, wie es in Deutschland war, theoretisch von meinen Eltern, aber wie kann man sich das zum Beispiel in Italien vorstellen? Ja, also das Ding ist, so richtig weiß ich das nach dem Film wahrscheinlich nicht, denn dieser Film ist vor allen Dingen eins, der ist so versucht, so wirklich auf Feelgood und auf Sommer und auf, ja, auf Lebensfreude pur zu machen. Da hat man auch an Farbfiltern und so nicht gespart. Das wirkt ja erstmal alles sehr künstlich, auch durch Farbfilter, Licht und so weiter. Und man wird am Anfang direkt in eine brutale Straßenschlacht geschmissen, was erstmal komplett gegen den Charakter des Films spricht. Da fehlt einem zunächst auch komplett der Kontext und es wirkt so als Eröffnung so ein bisschen wie Effekthascherei. Und danach Okay. geht's aber dann wirklich in den Feelgood-Sommer und dann dieser Titel ist da ja hier was, hier auf alles, was uns glücklich macht. Das klingt so, keine Ahnung. Das klingt wie so ein deutsches Poplied, was man im Sommer immer spielt und dann singen die Massen da dazu. Und so in etwa ist auch dieser Film und das meine ich dann nicht unbedingt nur im positiven Sinne. Ach so, okay. Ja, ist das dann, also kann mir das jetzt noch nicht so wirklich vorstellen, ist das dann ja eher dann so ein dramatisches Werk oder dann vielleicht auch so im Hinblick, weil es sind ja drei Kumpels, ne, gehe ich mal davon aus, und dann kann es doch auch durchaus schon lustig sein, oder? Es ist so eine Dramedy halt einfach. Es gibt ein bisschen Dramedy. Drama, es gibt wahrscheinlich sogar ein bisschen viel Drama. Charaktere brüllen sich an, aber im großen Teil, also dieses Feel-Good, das überwiegt hier dann schon irgendwie. Also es ist kein wirklich ernstzunehmendes Drama oder eine Tragödie, wo es jetzt am Ende zu auf was Schlimmes hinausläuft. Nein, das ist Ach nicht. so. Die Charaktere interessieren mich hier nicht die Bohne. Die sind irgendwie durch die Bank Okay. weg nervig, weil sie sich also wirklich dieses Rumgeschrei, das tritt so in zwei verschiedenen Variationen auf. Einmal vor Freude und einmal vor Wut. Und das, boah, ich weiß ich nicht. Die reagieren auch alle immer so over the top und immer so ein bisschen zu viel und immer so ein bisschen, vielleicht ist es das italienische Temperament. Aber ich habe auch schon also viele, viele andere italienische Filme gesehen, wo dieses Temperament so ein bisschen zurückgeschraubt ist. Ja. Ist es so ein bisschen over the top? Also sprich, dass da einfach alle 2 Minuten dann die Leute aufeinander losgehen oder? Ja, so in die Richtung, aber eben auch auf so eine, keine Ahnung, also für mich zumindest unangenehme Art und Weise over the top. Wobei man das auch so ein bisschen aus deutschen Romcoms schon kennt. Also es wirkt manchmal so ein bisschen wie eine deutsche Romcom mit so einem italienischen Touch, also mit so einem Sommerfeeling. Okay. Ist es aber nicht so aufgesetzt, wie man das vielleicht so aus deutschen Komödien oder so kennt?
Ja, doch, bloß eben wieder auf eine andere Art. Wenn zum Beispiel diesen Feel-Good-Sommer, also ich kaufe denen das nicht ab, dass das jetzt ein schöner, oder dass das ein Sommer ist. Ich merke halt einfach, der ist nicht echt. Der ist jetzt hier für die Bilder, für diesen Film gemacht. Da fühlt sich nichts so richtig greifbar an. Die Farbfilter, das Licht und die fröhliche Dauermusik, die da immer im Hintergrund, also nee. Ja. Ja, okay. Ja, gut, also wenn das dann schon mal nicht klappt bei einem italienischen Film, wo man ja eigentlich Lust auf Sommer kriegen sollte, dann ist das schon ein Minuspunkt, hätte ich mal gesagt. Ja, das Problem ist, und ich habe mir diesen Film rausgepickt, von dem Regisseur habe ich jetzt noch nichts gesehen, aber natürlich habe ich von seinen Filmen wie Sieben und das Sieben Leben, nicht Sieben. Das ist wohl erst gewesen. Genau, und das Streben nach Glück gehört auch nicht unbedingt Positives und die habe ich halt lange vor mir hergeschoben und diesen habe ich mir eigentlich vorrangig rausgepickt, weil ich mal wieder Lust auf italienisches Kino hatte und wenn ich an italienisches Kino denke, denke ich an Federico Fellini, der wirklich italienische Filme gemacht hat, wo auch dieses Sommerfeeling eben durchkommt, wo auch dieses, im Grunde geht es ja um die vier Freunde, wo auch das, da gibt es einen Film, die Müßiggänger von ihm, da geht es genau um dieses Thema, oder geht es ungefähr um dieses Thema auch. Fellini selbst wird hier auch mehrmals zitiert, wenn man dann, es gibt ja auch diese Brunnenszene aus La Dolce Vita oder Das süße Leben im Deutschen, wo sie da im Brunnen, im Trevi-Brunnen baden. Die Szene gibt es hier genauso, also das zitiert man oder da versucht man auch eine Hommage dran zu schaffen, aber für sich ist der Film hier für mich nicht so wirklich gelungen. Okay. Ist es dann auch so, dass dann vielleicht, wenn das jetzt das Leben von drei Freunden erzählt, kommt da auch so ein bisschen so Love Interests noch dazu? Ja, natürlich. Ja, kommt auch noch dazu. Natürlich, na klar, okay. Da bleibt nichts erspart hier. Okay. Also nicht authentisch genug, oder? Nee, das sowieso nicht, aber eben auch okay. für so eine Komödie. In der Komödie muss ja nicht immer alles authentisch sein, da kann ja auch mal ein bisschen was auf die Spitze getrieben sein, aber das habe ich ja noch gar nicht gesagt, diese Laufzeit, die setzt ja dann noch das Krönchen oben drauf und du denkst, oh, das geht 2 Stunden und 15 Minuten. Ich glaube, mit einer 1,5 Stunde wäre der hier auch gut bedient gewesen. Es gibt auch immer wieder, man versucht so dieses, wie gesagt, ich habe gesagt, das spielt in den 80ern und dann kämpft man sich sozusagen bis ins Heute vor und dann gibt es immer so wieder am Rande das Zeitgeschehen, was ist zum Beispiel, erfahren wir was über den 11. September 2001, eben kurz aus der Sicht Italiens. Nein, das ist wirklich nur, ja, pass auf, das ist nämlich wirklich dann nur ein Shot und dann dreht sie es wieder ums Liebesleben und so weiter und denke so, oh, ey, also dann ist es raus oder weiß ich nicht. Das war so ein zwanghafter Versuch, irgendwie die Zeit nochmal mit reinzuquetschen irgendwie. Okay. Ja, also die schönsten Jahre, wie der Film ja original übersetzt heißt, ich weiß nicht, für mich war es zumindest nicht die schönsten Stunden, die ich dieses Jahr schon gesehen habe, filmtechnisch. Der Film, der ist schon mit seiner Laufzeit, ist ja schon echt anstrengend. Natürlich muss man, wenn man wirklich auf dieses überzuckerte, auf dieses über, na, auf einfach dieses over the top, feel good, rom-com und so weiter steht, dann kann man mit dem bestimmt schon was anfangen. Aber selbst da, denke ich, ist er vielleicht ein bisschen zu lang. Ich habe meine Punkte genannt, die ich nicht mochte. Ich mochte vielleicht das ein oder andere, wo sie mal dann in der Gegenwart so wieder zusammengefunden haben oder so. Das finde ich ja eigentlich immer ganz schön. Unterm Strich ist es für mich ein Film, den ich ja bestimmt nicht nochmal gucken werde. Wie gesagt, den es vielleicht dann irgendwann zu sehen gibt. Ich bin bei 2 oder 1,5 von 5. So ungefähr dort in der Dreh bin ich. Also gut, das war's mit Auf alles, was uns glücklich macht, zumindest im deutschen Originaltitel oder zum deutschen Titel. Am Mikrofon war der Peter, es war mir eine Freude, Paul. Jo, mir auch. Hat Spaß gemacht und wir wünschen euch natürlich einen schönen Morgen, Nachmittag, wann auch immer ihr einschaltet oder hört und hört fleißig weiter die Folgen vom Telestammtisch. Hier wird alles besprochen, von Mega-Blockbuster bis hin zu italienischem Dramedy, wie man es hier in diesem Fall hatte. Und wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und bis dann. Ciao und bis zum nächsten Mal. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Und damit herzlich willkommen zur Besprechung von Boss Baby. Und ich will ehrlich sein, ich habe dieses Intro nur gewählt, weil ich ganz gerne Ace of Base höre. Du auch, Sven? Oh ja, früher war das ein Knaller. Ja, wir beide sind auch Kinder der 90er, ne? Das ist einfach die beste Zeit, ne? Sagen wir, wie es ist, ne? Ob du auch eine gute Zeit jetzt hattest mit Boss Baby 2, werden wir jetzt herausfinden. Vorab an dich die Frage, wie fandest du den ersten Teil und worum geht es im zweiten?
Ich fand den ersten Teil ganz okay. Dachte noch, oh, mit dem Boss und Baby und dem Ganzen, oh, ob ich mich damit anfreunden kann, wusste ich nicht, aber ich habe mich drauf eingelassen und hatte eine, mit dem ersten, der war okay, es war eine ganz spaßige Zeit. Im zweiten geht's jetzt darum, dass Tim inzwischen erwachsen geworden ist, also das Bossbaby, und ist ein Geschäftsmann, während Ted mit seiner Frau und seinen zwei Kids in der Vorstadt lebt. Eines Tages gibt sich aber Tina, das ist die Jüngste, als Agentin natürlich von Babycorp aus und sagt, sie haben einen Auftrag, und zwar der böse Dr. Armstrong will böse kleine Babys heranzüchten. Und um dies zu verhindern, werden Ted und Tim wieder zu Babys geschrumpft und gehen undercover. Vielen Dank. Ich habe letztens, als ich No Time to Die gesehen habe im Kino, den Trailer erstmalig gesehen zu Boss Baby 2, der, glaube ich, hier in Deutschland irgendwie heißt Schluss mit Kindergarten oder so. Ich fand, das sah ziemlich kacke aus. Jetzt an dich einfach mal die Frage vorweg. Wie ist der zweite Teil im Verhältnis zum ersten? Ist er besser, ist er schlechter, ist er gleichwertig? Ich würde ihn als ganz kleinen Ticken besser sogar empfehlen, weil er auch wieder viele kleine witzige Sidekicks hat. Er hat einige Filmanspielungen, die wahrscheinlich die Kids draußen nicht verstehen. Wir haben natürlich auch die typische Message, die diese Filme ja auch immer gerne weitervermitteln. Aber die Story, da sollte man nicht drüber nachdenken. Aber wenn ich das richtig jetzt deute, hat er zumindest von aus deiner Perspektive aus eine relativ hohe Gagdichte, oder? Ja, manche haben gezündet, manche haben nicht gezündet. Aber ja, mir gefallen ja immer so diese kleinen Nebencharaktere. Und da gab es halt die Knastbabys und so, die fand ich schon sehr witzig. Die Geschichte, sagst du ja selbst, ist nicht ganz so pralle. Der Film hat nette Gags und ein paar gute Side-Charaktere. Aber reicht das wirklich aus, um jetzt 90 Minuten zu füllen? Oder fandest du teilweise auch, oder fandest du irgendwann okay, dass sich der Film irgendwie auch erschöpft? Ja, das große Problem beim, also für mich zumindest, war einfach, dass er irgendwann, ich meine, bei der Fortsetzung will man ja immer größer, schneller und so weiter und so fort. Das ist hier auch der Fall. Mir ist es irgendwann zu viel geworden, wirklich. Also ich habe da gehockt und dachte, oh Gott, jetzt bitte, bitte fangt mal eine ruhigere Phase an, weil sonst ist es mir einfach zu viel. Für Kids ist es, glaube ich, absolut richtig. Das wird überhaupt nicht langweilig. Für die zumindest mal nicht. Aber ja, so zwischendrin hat sich's schon gezogen. Da fehlte mir einfach ein bisschen mehr, einen größeren Clou in der Story oder eine bessere Entwicklung. Aber ich denke, für Kids ist das absolut okay. Also würdest du schon sagen, auch wenn der Film dir relativ gut gefallen hat, das ist im Endeffekt dann doch eher ein Animationsfilm, nicht für die ganze Familie, sondern eher für die Kleinen? Ja, für die Erwachsenen, wenn es wirklich alt auch Filmfans sind, gibt es gibt schon einiges zu entdecken. Einige Zitate, die wiederverwendet werden, die einem dann schon Spaß machen. Aber es ist halt, man muss sich auf viel Bang, Boom, Bang, Krach, Schepper und nervische Stimmen, und darauf muss man sich schon einstellen. Zum Thema Stimmen vielleicht noch. Also die erste Teil hat ja dadurch gepunktet, in der Originalversion zumindest, dass Alec Baldwin dieses Boss Baby spricht. Im Deutschen war es dann auch die Synchronstimme von Alec Baldwin. Wie ist es jetzt mit den Stimmen bei der Fortsetzung? Sind die auch eine Stärke? Haben sie da auch wieder Stimmen, die einfach davon leben, durch diesen Kontrast? Du hast halt eben diese erwachsene, markante Stimme und dann aber halt eben in diesem, ja, süßen, knuddeligen Baby. Ja, die Stimmen tragen das sehr gut. Sie bringen auch diese Rückverwandlung gut rüber. Also man hat immer das Gefühl, das ist schon sehr professionell ausgeführt, und da gab es eigentlich überhaupt nichts dran, groß zu meckern. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu einem Fazit, und du kannst heute vergeben Schnuller, 0 bis 5 Schnuller. Wie viele bekommt Boss Baby 2 von dir? Boss Baby 2 bekommt von mir 2,75 Schnuller. Okay, gut. Dann danke ich für deine Expertise. Wünsche euch da draußen noch viel Spaß mit den restlichen Filmbesprechungen hier beim Telestammtisch. Ich sage tschüss, und Sven, du darfst noch einmal Gugu Gaga sagen. Ciao. Gugu Gaga. Tschüss. Wir vom Telestammtisch schauen ja ab und zu Dokus, die außer uns wahrscheinlich kaum jemand sieht bundesweit.
Und wenn es um Naturdokus geht, dann haben wir einen ganz speziellen Kollegen, einen Fachmann schon wirklich für solche Arten von Dokumentarfilmen, muss man ja sagen. Und damit begrüße ich den Christopher. Hi. Im Wald gibt es viele Dinge und die Bäume haben Ringe, Vögel, die gemeinsam singen und Äste, die geheimnisvoll klingen. Wow, da war das jetzt schon die Zusammenfassung des sogenannten Plots? Ich weiß es nicht. Eigentlich schon. Wenn man es ganz streng sehen will, eigentlich schon. Aber das würde dem Anliegen der Filmemacher nicht gerecht werden, darum fahren wir noch ein bisschen fort. Okay, du hast uns Der wilde Wald von Lisa Eder mitgebracht. Ja, Lisa Eder hat, glaube ich, irgendwie einen Namen in der Dokumentarfilmszene. Ich kenne ihn jetzt nicht so, aber wenn man sich so ihre Filmografie ansieht, dann glaube ich, hat diese Frau einen gewissen Hang zum Bundesland Bayern, wo auch dieser Film ja angesiedelt ist, ne? Genau, denn Dreh- und Angelpunkt des Films ist eben der titelgegebene Bayerische Wald. Es ist neben einem anderen Waldstück in Osteuropa das größte Waldstück, Waldzentrum, unberührte Stück Natur, wie man auch möchte, auf der Welt. Und hier wird eine ganz besondere Philosophie vertreten, nämlich Natur Natur sein lassen. Hier fahren nicht ständig irgendwelche Förster rum, die nach dem Rechten sehen und das abtöten und das wegbringen und hier aufräumen. Mhm. Hier darf die Natur alles selbst regeln. Denn man merkt halt, dass das auch zu einer Heilung des ganzen Planeten führen kann. Bestimmte Tierarten, Käferarten kehren hier zurück, die man schon lange nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und man merkt einfach, dass es in einer Art und Weise der Natur gut tut, wie der Mensch es mit allen möglichen Hilfsmaßnahmen niemals erreichen könnte. Und der Film behandelt zum einen den Gedanken dahinter, wie man diesen Wald hier behandelt und eben auch ein bisschen die Geschichte dahinter. Wir sehen, dass es da früher mehrere Aufstände gab, beziehungsweise Auseinandersetzungen gab zwischen den Leuten, die halt dafür gekämpft haben, dass der Wald ein freies Stück Natur wird und Leuten, die mit dieser Fläche etwas anderes vorhatten. Okay, ja, da treffen dann ja irgendwie auch unterschiedliche Interessen aufeinander. Wie verhandelt der Film das denn genau? Also der Interessenskonflikt wird eigentlich nur in altem Videomaterial dargestellt. Du hast immer wieder Ausschnitte aus den 70er Jahren, wenn da Protestierende auf der Straße stehen. Der Wald soll frei sein. Nein, soll er nicht. Doch, soll er wohl. Halt immer nur hin und her Gebrülle. Und dann wird dann halt am Ende klar, ja. Und dann hat man sich dafür entschieden, dass man dieses Stück Natur so sein lässt, wie es ist. Aber Dreh- und Angelpunkt hier sind verschiedene Menschen, die erzählen, wie viel ihnen das bedeutet. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil man hat da verschiedene Blickwinkel. Zum einen den der Wissenschaft. Man hat hier verschiedene Doktoren, die sich halt mit den Tierarten im Wald auseinandersetzen. Mhm. Und was genau hier eigentlich alles so geschieht in der Pflanzenwelt. Du hast einen bayerischen, nennen wir ihn mal Abenteurer, der mehrmals dabei gezeigt wird, wie er durch den Wald stapft und darüber redet, wie frei er sich fühlt, seit er das tut und dass er eigentlich die Natur gar nicht mehr verlassen will. Mhm. Und natürlich auch die Regisseurin kommt ein paar Mal zu Wort. Und es geht einfach darum, den Zuschauer zu sensibilisieren für die Idee, zur Seite zu treten, Natur Natur sein lassen und zu staunen darüber, was das doch für eine heilende Wirkung haben kann. Natur Natur sein lassen ist ja auch der Untertitel und so von den Bildern her schien es mir auch, als ob vor allem thematisiert wird, wie sich auch die Natur so ein bisschen auch Gebiet zurückerobert nach und nach. Ausgesprochen bildgewaltig tatsächlich im Trailer. Du meintest allerdings auch schon mir im Vorfeld, dass das Ganze ja sich irgendwann so ein bisschen totläuft und der Film hat immerhin 90 Minuten auf der Uhr, ne? Ja, da kommt die alte Floskel zutage, die ich an so einer Stelle schon oft gebracht habe, wenn ich Naturdokumentation bespreche. Ich auch. Genau.
Als Fernsehbeitrag in Ordnung, als Spielfilmlange Dokumentation eher nicht zu empfehlen, weil ab einem bestimmten Punkt wiederholt sich wirklich hier sehr vieles. Die getroffenen Aussagen, das Hohelied auf die Natur und wie man hier ständig irgendwie auch in das Philosophische abgeleitet. Wir kümmern uns um die Natur kümmert sich um uns. Und das ist alles mit viel Herzblut dargeboten. Und mit einer Ernsthaftigkeit, wo man merkt, den Leuten hier ist das wirklich sehr wichtig. Darum fällt es mir auch ein bisschen schwer, auf dem Film herumzutrampeln oder ihn in irgendeiner Weise schlecht zu reden, ja, weil er mich 0,0 unterhalten hat. Also ich habe mich gelangweilt, ich habe oft aufs Handy gesehen, es gibt schöne Naturaufnahmen, ab einem gewissen Punkt, so spätestens nach einer halben Stunde, denkst du dir aber auch, Leute, ihr habt jetzt alles gesagt, was ihr sagen wolltet, kommt doch zum Schluss. Jetzt verliert ihr euch eigentlich in einer endlosen Spirale der Wiederholung. Und das ist dann wirklich nicht schön. Aber ich will trotzdem nicht hier die zu sehr irgendwie an den Karren pissen, weil die haben hier wirklich ein Anliegen, wo man merkt, es ist ihnen ernst damit und dann ist es schade, dass der Film da nicht mithalten kann. Würdest du denn sagen, dass der Film vielleicht irgendwie besser gewesen wäre, wenn man die Bilder nur für sich hätte sprechen lassen? Ja, dann wären wir schon irgendwo in ASMR oder Screensaver-Territorium gelandet, ja. Ich weiß nicht. Gruß an Becoming Animal. Hört bitte in diese Besprechung rein. Oder auch in die wundervolle Besprechung von Der Bär in mir, auch eine meiner absoluten Lieblingsbesprechungen hier. Genau. Hast du noch was zu ergänzen zum Film oder möchtest du zu einem Fazit kommen? Ja, er hätte einfach kürzer sein müssen. Er hätte um einiges kürzer sein müssen, dann wäre das schön. Leute, die hier voll in dem Thema drin sind, die können sich eventuell an den Bildern nicht satt sehen und auch, was hier gesagt wird, gerne immer und immer wieder hören. Also wer schon sehr aktiv ist im Bereich Umweltschutz, der könnte hier tatsächlich für sich den Film des Jahres vorfinden. Für alle anderen sei halt dann wirklich auch eine kurze Reportage zu empfehlen, die das zackig und kurz abhakt. Und damit entfällt bei mir mal die Punktebewertung, weil ich finde es irgendwie unfair, ich müsste dem eine sehr niedrige Punktzahl geben, weil der als Film mich einfach nicht abgeholt hat. Hm. Aber Thema wichtig, gemacht von Leuten, denen das Thema auch wichtig ist. Okay. Von daher, ja. Na gut, das sendet ja zumindest eine eindeutige Botschaft. Dann sparen wir uns jetzt mal Waldlichtungen oder was auch immer. Christopher ist eher so semi-begeistert anscheinend, aber für Leute, die generell sowas sehen oder vielleicht denen auch solche Themen am Herzen liegen, könnte das sicherlich was sein. Christopher, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und deine Meinung und mach's gut. Ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu einer der sehr, sehr seltenen, sehr exklusiven Kuschelfilmkritiken hier beim Telestammtisch. Hallo Schatz. Hallo. Wir beide haben uns gestern Abend den Film Es ist nur eine Faserhase angeschaut. Ein Film von Florian Gallenberger, der jetzt am 14.10.21 in die Kinos kommen wird. Und du hattest von dem Film vorher noch nichts gehört, oder? Nein. Hast du dir den Trailer vorher angeschaut oder ein Bild gesehen oder irgendwas? Gar nichts. Ich habe nur deine Empfehlung, bin deiner Empfehlung gefolgt. Meine Empfehlung, ja, zumindest eine Empfehlung für so einen Kuschelabend, den wir dann da gestern Abend verbracht haben. Und ich muss mal sagen, ich hatte tatsächlich vorher den Trailer gesehen, hatte auch schon eine Filmkritik gelesen und die war jetzt nicht so prall. Aber ich sag mal so, für einen entspannten Abend, wo man jetzt nicht über so viele Sachen nachdenken möchte, ist dieser Film vielleicht ganz gut geeignet. Und ich muss auch gerade aufgrund der Besetzung, die unter anderem auch Jürgen Vogel bereithält, an den Film Es ist zu deinem Besten denken. Und den haben wir ja, das war, glaube ich, unser letzter gemeinsamer Kinofilm, soweit ich mich erinnere. Und waren wir danach nochmal im Kino? Ja, mit Mikkelsen. Stimmt, im Der Rausch waren wir auch. Stimmt, hast völlig recht. Na, auf jeden Fall habe ich sowas erwartet wie Es ist zu deinem Besten und habe es auch bekommen. Es ist so ein Film, der vielleicht nicht unbedingt in die Richtung der Vorname geht, was ja mit dem Hauptdarsteller Christoph Maria Herbst ist, sondern eben vielleicht eher so ein bisschen in die Richtung Es ist zu deinem Besten. Aber vielleicht magst du uns erstmal ganz kurz erzählen, wovon handelt eigentlich? Es ist nur eine Faserhase. Also es geht um ein Paar mit dazugehörigem Freundeskreis und die sind, glaube ich, so zwischen 45 und 50 oder werden 50. Und ich glaube, es geht um deren Alltag und Ehe und wie das Älterwerden sozusagen funktioniert. Ja, es ist ein Film übers Älterwerden, vor allem über vielleicht auch das Thema Midlife-Crisis. Hier wird irgendwann auch dieser
dieser Begriff Alterspubertät in den Raum geworfen, als super coole Alternative zum Wort Midlife Crisis, was irgendwie dasselbe in grün ist. Und ist ganz spannend, weil da vielleicht schon irgendwelche Veränderungen in den letzten Jahren noch passiert sind. Man hört oft diese Sprüche, die hier auch im Film fallen. 50 wäre das neue 30 und so und 30 das neue 20 und so, wo man sich das Älterwerden vielleicht ein bisschen schönredet. Und es geht womöglich auch ein bisschen um die Frage, ob Älterwerden überhaupt eine schlimme Sache ist. Das spielt mit rein. Und dann natürlich aber im Zentralen letztlich ja auch der, wenn man so will, Zwist, der Ehe, ist kein Streit, es ist eine Trennung zwischen Paul und Emilia. Paul eben gespielt von Christoph Maria Herbst und Emilia gespielt von Christiane Paul. Und die beiden trennen sich, beziehungsweise machen eine längere Pause. Und wir sehen im Film auch, wie die beiden damit zurechtkommen. Gerade eben auch, weil es ja eine Familie zum Beispiel gibt, die zu Hause sitzt mit drei Kids. Ganz unterschiedlicher Couleur und Alter sind diese drei Kids. Und das funktioniert mal besser und mal schlechter. Jetzt ist das Ganze ja offiziell, glaube ich, so eine Art Komödie, ne? Fandst du es denn lustig? Also ich fand es auf jeden Fall sehr lustig und ich weiß jetzt nicht, ob ich es mit Es ist zu deinem Besten vergleichen würde. Also ich fand schon, dass es teilweise auch sehr tiefgründig war. Also ja, es war sehr lustig und sehr, man konnte auf jeden Fall auch lachen, weil einfach lustige Szenen waren. Aber ich fand schon, dass es auch zeitweise ja zum Nachdenken angeregt hat und man sich auch selbst überlegt, okay, was ist die Familie wert, was ist die Ehe wert und wie soll das nicht laufen oder wie stellt man sich das vor? Also ich glaube, dass die beiden schon dann auch gemerkt haben, ja, wie wichtig Familie ist. Und das habe ich auch gemerkt, ja. Diese Humorgeschichten, also es sind ganz viele so wirklich so, ich möchte mal Blödelhumor nennen, das kann man auch nicht anders umschreiben. Also beide haben zum Beispiel im Laufe des Films auch, wenn man so will, neue Partner. Es gibt Szenen mit den Kids, es gibt da so ganz absurde Szenen. Er versucht zum Beispiel einer irgendwie den Slip vom aufzubeißen, ganz wild und so, das funktioniert vielleicht nicht so. Oder gleich zu Beginn des Films gibt es eine Szene mit einer Kugel, die irgendwie ganz lustig ist. Es ist aber auch ein bisschen platt, meines Erachtens nach. Und jetzt natürlich, und das habe ich aber auch nicht erwartet, jetzt wirklich so richtig super duper lustig und so richtig deep und smarter Humor, sondern es ist halt einfach ein bisschen flacher. Vielleicht für eine Zielgruppe, die so mit diesen vielen, was so Bully-Parade-Sachen irgendwie da auch einhergeht, was anfangen kann, mit diesem flachen Humor, die vielleicht ja, aber auch dieses Alter hat zwischen 40 und 50, vielleicht 60. Ich finde, das ist kein Film für junge Leute. Okay, also doch. Also ich finde halt dieses, also so mega, ich weiß nicht, ob ich es so ultra platt finde. Also ich finde es schon lustig und ich finde, das hat halt das Ganze auch sehr aufgelockert. Also es ist ja schon eigentlich ein sehr trauriges Thema, wenn sich da eine Familie auseinandergerissen wird und ja, sich Leute voneinander entfremden oder sich nicht mehr wertgeschätzt fühlen, sich nicht mehr als attraktiv wahrgenommen fühlen und dann finde ich schon, dass es auflockert, wenn da einfach auch so ein paar lustige Sachen dazwischen sind, weil ich meine, das Leben ist ja also schon, ich meine, klar, ist jetzt sehr überspitzt, ich weiß nicht, ob man diese Kugelgeschichte nachmachen muss, aber ich meine, jeder macht ja auch mal Sachen, die genauso komödiantisch wären, so. Also ich muss dir zustimmen, dass es natürlich so Aspekte gibt, die Richtung Drama gehen und die auch ganz krass sind. Also gerade, wenn sie als Ehefrau dann so ein bisschen drüber nachdenkt, was will sie eigentlich vom Leben und kann sie das nicht vielleicht doch lieber mit ihrem Ehemann irgendwie erreichen und so, das sind halt so Themen, die im Rahmen so einer Trennung natürlich eine Rolle spielen. Und das verstehe ich schon, auch. Aber ich finde, dann hätte man das Ganze eher als Drama verpacken sollen, nicht als Komödie, weil als Komödie finde ich, alles, was das Ganze Richtung lustig dann zieht, macht es irgendwie kaputt, finde ich. Ich finde, genau, man hätte dann durchaus auch bei Drama bleiben sollen irgendwie. Nein, auf gar keinen Fall, weil so hast du doch, also ich meine, Drama, weiß ich nicht, ob ich mir das angeschaut hätte, der hat nur wieder die ganze Zeit geheult. Also ich finde, das ist genau richtig, weil klar, man, also immer wenn es halt so super traurig wurde, dann kam wieder eine lustige Szene und man, also man konnte wieder mal lachen. Also ich fand das eigentlich genau richtig, weil das eher so ein Film war, den ich mir zum Einschlafen einschaue, als einer so wie mit der mit Scarlett Johansson und ich weiß nicht, wie der andere hieß. Marriage Story, ja. Wo es so richtig schrecklich traurig war und wo man einfach nur heulen könnte und den Leuten einfach nur sagen würde, macht das nicht. Und ich meine, da war es so, ja, okay, die haben jetzt das mal schnell, also haben das mal ausprobiert, wie es ist mit neuen Partnern. Und ja, also ich fand den Film eigentlich richtig schön und hat auch eine gute Mischung gehabt, meiner Meinung nach. Es war was, was ich mir jetzt gerne ansehen würde und wo ich jetzt auch nicht Angst hätte, dass ich jetzt in eine wochenlange Depression falle mal
übertrieben gesagt. Vielleicht ist es auch wirklich eine Typfrage. Also ich will es ja nicht unnötig schlecht reden, weil letztlich habe ich genau das bekommen, was ich vom Trailer auch erwartet habe. Und ich kann mich da nicht hinsetzen und das schlecht finden, weil es ist ja das, was er verspricht, der Trailer. Und eine Sache will ich mit dir aber noch besprechen, das ist das große Finale. Die letzte Szene, ich will sie jetzt hier nicht komplett spoilern, damit die Zuhörenden da draußen vielleicht auch die Chance haben, das noch vollends zu genießen. Aber ich fand es richtig kacke. Das Finale fand ich richtig, richtig schlecht. Dann, es ist völlig, völlig außen unrealistisch, die Situation, in der stattfindet, wer da zu wem wie spricht, unter welchen Bedingungen, wer da noch alles dabei ist, effektiv gesehen, ja, das sind ja nicht nur die Leute, die unmittelbar betroffen sind, sondern alle, und alle sind viele, und das fand ich alles irgendwie, also das hat mir genau gar nicht gefallen, das Ende, da hätte man es lieber offen lassen sollen. Wie hat es auf dich gewirkt? Also ich meine, ja, ist jetzt schwierig, ohne zu spoilern. Also ich fand es jetzt nicht so kacke wie du. Aber ich glaube, ich finde Filme generell nicht so kacke wie du. Ja, keine Ahnung. Also ich fand es völlig in Ordnung. Und ich meine, klar, da haben jetzt viele zugehört. Aber vielleicht, ja, kann ich jetzt nicht viel zu sagen, ohne da jetzt zu viel zu verraten. Also ich fand es okay. Ich meine, einen Heiratsantrag würde man ja auch vor vielen Leuten teilweise machen. Also unter Umständen. Das Buch basiert übrigens, das will ich der Vollständigkeit halber noch sagen, auf einer Buchvorlage, in dem Fall geschrieben von Jochen Martin Gutsch und Maxim Leo. Keine Ahnung. Hat auf jeden Fall sehr gute Bewertungen auf Amazon. Kaufst du es dir? Mal gucken. Steht doch noch zur Debatte. Okay, Weihnachten ist incoming. Ja, nice. Ein Film, den wir hier in unserer speziellen Runde ja auch gerne testen auf seine Date-Tauglichkeit, und ich würde dich mal einfach zu einem Fazit bitten, wie date-tauglich ist der, wie hat dir gefallen in wenigen Worten, und vergib doch mal am besten auch mal in Perücken, weil Herbst trägt die ganze Zeit diese Perücke, und wenn man weiß, dass er ansonsten eine Glatze hat, ist das irgendwie sehr auffällig, aber insgesamt schon gut gemacht. Also wie gesagt, gib mal eine Kurzbewertung, Kurzfazit und auch eine Punktevergabe zwischen 0 und bis 5 Perücken. Also date-tauglich, ich würde jetzt da nicht reingehen zum ersten Date, glaube ich. Also zumindest nicht mit 20 oder so, weil, keine Ahnung, es ist ja eigentlich eher eine Trennung. Und aber wenn man jetzt schon länger zusammen ist oder wenn man sich so merkt, okay, die Beziehung hängt manchmal ein bisschen oder keine Ahnung, oder man hat eine gute Beziehung, dann kann man sich das schon auf jeden Fall anschauen, weil es einfach zum Nachdenken anregt und man den Alltag eigentlich wieder bewusster wahrnimmt und vielleicht zu schätzen lernt, was man hat, oder halt merkt, okay, es passt nicht. Was wolltest du noch? Ein Fazit? Eine Punktevergabe und ein Fazit. Ja, also ich fand den Film gut. Ich muss sagen, ich mag den Christoph Meyer Herbst in Stromberg überhaupt nicht. Ich finde, das ist viel schlimmer als, also ich finde dieses Frauenfeindliche, das nervt mich richtig, und das war jetzt überhaupt nicht. Also ich war eher positiv überrascht von seinem, wie er gespielt hat und auch was er so gesagt hat. Von daher war ich positiv überrascht, und ich mochte ihn aber auch in der Vorname schon ganz gerne. Von daher, und die Frau fand ich auch, hat richtig gut gespielt, hat auch richtig gut gepasst von der Rolle her, und ich glaube, ich würde 4 Punkte vergeben. 4 Perücken. 4 Perücken. Ja, ein Film, dem ich nur 3 von 5 Perücken geben mir würde, was aber echt auch eine gute Sache ist, weil mehr muss er auch nicht können. Der hat mich jetzt nicht weggehauen, er hat ein paar tolle Szenen und Ideen, also gerade so, wenn es in die Drama-Richtung geht, dann bin ich doch eher angetan. Wenn es um dieses, oh mein Gott, was habe ich mit meiner Familie getan und so, oder wie die Kids dann teilweise agieren, das gefällt mir schon gut. Aber insgesamt fand ich es sehr flach, ich fand viele Gespräche völlig unnötig, ich fand vieles extrem vorhersehbar, zum Beispiel alles auch, was mit seinen Freunden passiert. Ja, also Jürgen Vogel spielt hier den Theo, das ist halt eine Figur, die ist sowas von vorhersehbar. Es ist von Anfang an klar, was mit dieser Figur passieren wird und wie es am Ende ausgeht. Irgendwie auch absehbar, und spätestens dann, wenn so die letzten Szenen kommen, mit ihm passiert noch was Besonderes, und dann noch seine allerletzte Szene, das wusste ich dann schon ziemlich genau, wer da mit wem, warum und wie. Und deswegen 3 von 5 Perücken, ein Film, den ihr euch echt angucken könnt, der tut nicht weh, der ist vielleicht nicht das Lustigste, was ihr jemals sehen werdet, aber schon. Ja, was ist auch denn lustiger aus deiner Sicht? Was ist denn lustiger? Power Rangers oder was? Das ist doch kein Humor, nein, aber eben. Beispielsweise The Climb. The Climb, hast du nicht gesehen, ist aber ein sehr verhältnismäßig lustiger, internationaler, guter Film. Der fällt mir aber Free Guy ein. Ist genauso lustig. Free Guy, mega lustig. Das ist doch genau vollgepackt mit Humor, mit Pointen, die zum richtigen Zeitpunkt zünden. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ja, auch nicht so platt. Hier werden Witze gemacht aufgrund von, sagen wir mal, Alter. Grundsätzlich geht es hier grundsätzlich darum, wir werden Menschen. Ja. Aber Alter ist so das Letzte nach Geschlecht und Herkunft, über das man noch Witze machen darf, weil alles andere hat man selbstverständlich irgendwann mal eingestellt, da Witze so zu machen. Aber den ganzen Film drum zu basteln, um die Probleme des Altwerdens, ist jetzt irgendwie auch, also ich hätte 2, 3 Witze verstanden, aber vielleicht mehr zur Aufheiterung des Gesamtdramas, das sich da ergibt, und weniger den ganzen Film draus gebastelt. Aber 3 von 5 Perücken ist ja jetzt ja auch nichts Negatives. Ja, ist völlig in Ordnung. Du hast halt zu viele Filme gesehen. Du hast alles halt schon mal gehört und gesehen.
Ich fand's lustig. Mein Schatz, ich danke dir vielmals dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, gerne, mit mir und uns 7 Minuten zu gucken und zu besprechen. Es war schön, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Telestammtischs. Ich habe hier den lieben Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und gemeinsam mit mir hat er Sie waren mal Stars angesehen. Es ist eine Mockumentary von Malte Wirz, Holger Bülow und David Kramer. Dauert ungefähr 73 Minuten, hatte seine Uraufführung bereits am 17.09. in Berlin und soll am 14.10. In die Kinos kommen. Lars, worum geht's denn in Sie waren mal Stars? Ich heiße Lasse. Aber ach, Lasse, um Gottes Willen, sorry. Aber Lasse ist die Koseform von, Lasse ist die Koseform von Lars, also passt das schon. Kein Problem. es geht um die, in der Mockumentary geht es um die beiden Schauspieler David Held und Helmer H. Hunsen, welche die Stars von einer YouTube-Serie namens Kreuzköln-Cops waren. Und sie versuchen quasi an ihren Erfolg anzuknüpfen, sozusagen. Und die Mockumentary folgt ihnen auf dem Weg zu einem Filmfestival, welches sich nicht als die Art von Filmfestival herausstellt, welche sie sich vorgestellt haben. Sie besuchen einige ehemalige andere Stars aus ihrer Serie und versuchen ansonsten einfach miteinander klarzukommen und vielleicht irgendwie die Tatsache zu überdecken, dass sie eigentlich ziemlich unbekannt und doch ein bisschen lächerlich sind an sich. Und das ist eigentlich der Inhalt dieser Mockumentary. Ja, sehr schön zusammengefasst. Ich fand den tatsächlich ein bisschen schwierig zu erfassen, als ich den Film gesehen habe. Deswegen bin ich ganz froh, dass du die Zusammenfassung gemacht hast. Und zwar die Kreuzköln-Cops, die gibt's ja wirklich, die Serie. Das wusste ich vorher nicht. Kanntest du die schon? Auch nicht. Okay. Nee, gar nicht. Die zeigen am Anfang den Vorspann der Serie. Und dachte ich, oh, das ist nice. Das ist schön irgendwie authentisch und trashig. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Moment, das ist echt. Das muss echt sein. Hab nachgeforscht. Ja, es gibt's tatsächlich. Hab mir dann auch ein paar Folgen angesehen nach dem Film. Und da dachte ich mir, oh, da muss es ja vielleicht irgendwie verdient sein, wenn das irgendwie vielleicht so ein Kultding war. Das Ding ist, das war's gar nicht. Dieses Ding ist so nischig, ja, dass ich mich echt frage, welche Daseinsberechtigung halt diese Mockumentary überhaupt. Vielleicht wollen sie ja tatsächlich auch ein bisschen an ihren alten, in Anführungsstrichen, Erfolg anknüpfen, weil ich kannte die tatsächlich auch noch nicht. Hab mich gewundert, als eigentlich ziemlich großer Trash-Film-Liebhaber, dass die einfach so an mir vorbeigehuscht ist, weil die hat auf jeden Fall Trash-Potenzial. Ich fand die auch ziemlich witzig. Aber irgendwie hat mich die Mockumentary damit nicht so ganz abgeholt. Wie ging's dir? Ich, ungelogen, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was ich dieses Jahr gesehen habe bisher. Ja. Wow, hartes Urteil, aber würde ich mich anschließen. Oh, ich bin schon nach 2 Minuten. Ja. Ich habe dir nach 2 Minuten geschrieben, this was a horrible mistake. Ja, absolut. Und, ja. Ich kann es immer noch nicht ganz erfassen. Ich bin so froh, dass das nur 70 Minuten waren. Ja. Und trotzdem fühlte sich das an wie 3 Stunden teilweise. Absolut. Das ist ein Versagen auf allen Ebenen. Ja, man hatte ganz, ganz viele Cringe-Momente, ganz, ganz viele flache, ja, Witze, wenn man das schon so sagen darf. Also ein Zitat ist mir ganz besonders im Kopf hängen geblieben. Ich melde mich dann bei dir über Tinder. Und wahrscheinlich haben sie versucht, darauf anzuspielen, dass die ganzen alten großen Größen, die es damals auf YouTube gab, die feiern sich vielleicht noch so ein bisschen ab, aber sind halt eben völlig aus der Zeit gefallen mittlerweile. Was ich irgendwie eine harsche Kritik finde, weil wenn man Cold Mirror und Co. ansieht, die können da immer noch gut mithalten. Ich hatte auch ganz häufig so den Eindruck, sie haben versucht, so ein bisschen Borat-Elemente mit reinzubringen. Ich fand es ganz, ganz schlimm. Also es war wirklich absolut, so ein billiger Abklatsch. Und selbst als Trash-Liebhaber hat es mich dann sehr oft geschüttelt. Und das sage ich, ich liebe zum Beispiel The Room, da schüttelt es einen permanent durch. Aber das war irgendwie selbst nicht auf dem Niveau erreicht. Ja, und
The Room ist halt eben auch unfreiwillig doof, wo du halt, du spürst die Sincerity von Tommy Wiseau, der hier ein echtes Drama machen will und so. Und im Fall von der Originalserie Kreuzköln Cops, ich habe ein paar Folgen gesehen, ich muss sagen, ich fand's eher so leidlich witzig. Es hatte so ein bisschen was vom, so ein bisschen Vibe von diesen Kids on the Block Zeug. Ja, genau. Hat definitiv ein bisschen was davon, aber ansonsten ist es einfach halt, weiß nicht, so ein paar Spinner kommen zusammen und machen irgendwas, das ist okay. Ich mochte den Look von all dem und ein bisschen was vor diesen handgemachten billigen Effekten und all das, aber ich fand's nur leidlich lustig insgesamt, leider. Ich meine, es fühlt sich ein bisschen so an, wie halt, wenn man halt als Kinder irgendwas filmt, aber das, ja, Ding, richtig, ist, das sind erwachsene Menschen und das macht es irgendwie noch so ein bisschen extra komisch. Traurig? Halt, wenn ja, traurig auch. Halt, wenn das jetzt nur Kinder wären, dann fände ich das noch um ein Vielfaches charmanter. Ja. Aber dadurch, dass es einfach Erwachsene sind, die es irgendwie besser wissen müssten vielleicht. Und das Problem ist auch, und das ist ein Riesenproblem mit dieser Dokumentation, diese beiden Figuren. Und ich bin mir sicher, die Schauspieler sind bestimmt irgendwie nette Typen, vielleicht sogar gebildete Typen. Die sind tatsächlich Typen, aber auch gar nicht schlecht. Die haben auch schon in anderen guten Serien oder Filmen mitgespielt. So ist es nicht. Die sind auch gar nicht so unbekannt. Ja. Das Problem ist, die beiden fiktiven Typen, eben David Held und Helmer Hunsen, sind die unliebenswürdigsten Knallchargen, die du dir vorstellen kannst. Das sind wirklich, den siehst du nicht gerne zu, in keinster Weise. Ja, sie bedienen halt zwei komplett eingefahrene Klischees eigentlich, hatte ich so den Eindruck. Ja, das war ganz, ganz schlimm. Den einen, der halt, also Held ist halt derjenige, vor allem optisch und von der Stimme her wirkt er wie der Bruder von Conny Dux, was schon mal halt so irgendwie so null Charisma, also wie gesagt, die Figur selber, wo es dann halt einfach so dieses super halt, oh ja, ich bin cool und all das und ich bin so übermotiviert. Und dann hast du Helmer Hunsen, der so eben vollkommen halt, der im Prinzip halt schon mit dem Leben abgeschlossen hat in irgendeiner Form, halt, der halt so wirklich so komplett, der ist die ganze Zeit steif, der ist deprimiert, die liegen sich andauernd in den Haaren. Es ist einfach nur, es ist nur Streit, es ist furchtbar gestelzt und den siehst du nicht gerne zu, überhaupt nicht. Es ist einfach nur, du willst, dass die Kamera woanders hindreht. Und und schrecklich. Und richtig geil auch, weil mir ist was aufgefallen, eine sehr interessante Formel bei den YouTube-Videos. Die erste Folge, weil das kam ja alles so vor 11 Jahren raus. Und ich habe mal nachgeschaut, und das sagen die nämlich auch in der Mockumentary selber. Die erste Folge hat etwas über 5000 Aufrufe, 5056. Die zweite Folge. Wie viel? Zweite Folge. 2294. Ja, wow. Die dritte Folge, 1179, Folge 4, 849. Wow, das spricht Bände. Und ich glaube, damit können wir unser Fazit auch ganz gut abschließen. Wir sind gespannt, ob das überhaupt ins Kino kommt. Und wenn es tatsächlich ins Kino kommt, ob das Kino überhaupt überlebt. Ja, wir sind nicht so überzeugt. Falls es euch trotzdem neugierig gemacht habt, guckt einfach rein. Aber erhofft euch nicht viel zu viel. Damit würde ich mich... sag weiter. Ja, ich hätte schon damit abgeschlossen. Lieber Lasse, hast du denn noch ein Abschlusswort? Es gab so drei Momente, wo ich kurz schmunzeln musste. Und zwei davon waren im Prinzip derselbe Gag. Wo halt im Prinzip, die streiten sich übelst. Und dann fragt halt der Interviewer, wie ist denn die Stimmung zwischen ihnen und beide? So, sehr gut, alles Gute. Und da war das Timing gut. Ansonsten ist es eine unfassbar peinliche Angelegenheit, von erwachsenen Männern in dieser Art von Sache zu sehen, halt solche Männer, die es besser wissen sollten. Es wirkt jämmerlich. Es wirkt pathetic. Es wirkt wie, oh, bitte beachtet uns. Halt, und das wäre ein bisschen, ich weiß nicht, begründbare, wenn es tatsächlich etwas wäre, was Leute gesehen hätten. Also wenn das auf etwas basiert, was Leute wirklich gesehen hätten. Aber es ist nicht der Fall. Ohne Scheiß. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal Videos, die haben mehr Aufrufe als die Folgen von dem hier. Und also, wie kann sowas sein? Und dann wird darauf basierend so ein Ding gemacht, wo die dann ein Kino-Release draus machen wollen. Ich habe das perfekte Fazit. An einer Stelle im Film machen die beiden so eine Musiknummer. Da spielen sie beide einen Song. Einer auf der Gitarre, der andere auf dem Akkordeon. Und da fragen sie ihren Kameramann, na, wie war's? Und der Kameramann sagt, war scheiße. Nee, wirklich.
Und ich dachte so, das perfekte, der perfekte Postersatz. Ja. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Dieses Ding war nahezu unerträglich und ich habe es gehasst. Ja, dem kann ich mich tatsächlich auch nur anschließen. Und ich glaube, wir brauchen da auch nicht mehr weiter drüber zu reden. Wie siehst du das? Oder hast du noch mal irgendwas, was du kurz abranten möchtest und dann hast du es von der Seele? Oh Gott, was kann ich da noch zu sagen? Ich glaube, Gott, ist dann... ich kann nicht mehr. Es ist einfach, das ist eine peinliche Frechheit. Ja. Das ist alles. Ja, gut. Und damit würde ich mich auch anschließen und vielen Dank, Lasse, für dein Fazit. Von mir gibt es das Gleiche. Du hast es wunderbar zusammengefasst und damit freue ich mich auf das nächste Mal, hoffentlich bald. Und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass du meine Gefährtin warst hier bei dieser Reise in die absolute Unterhölle. Sehr, sehr gerne. Gerne wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, Vermeide dieses Ding wie die Pest. Ja. Tschüss, tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.